Also ich muss sagen, ihr Referenten habt es uns auch wirklich einfach gemacht zuzuhören. Eine Philosophie sagt, man kann nicht über 20 Minuten zuhören. Die haben wir heute gründlich widerlegt. Aber jetzt haben wir als letzten Referenten unseren Uli Weiner. Vielleicht kannst du schon mal nach vorne kommen. Erschreckt nicht, wenn ihr ihn seht. Wer Uli Weiner noch nicht kennt, hallo Uli. Also das ist da nicht irgendein Zirkus, sondern dieser Mann ist jetzt von Kopf bis Fuß Funkstrahl geschädigt. Ich möchte sagen, er tritt jetzt wieder einmal in die Bresche für all die Doktor und Doktor, Professor. Er ist der Mann, der aus der Praxis am tiefsten redet. Und ich möchte einfach nochmals vor diesem Publikum bezeugen, er hat ein Stück weit mein Leben gerettet. Das, was er erzählt hat, was er erlitten hat bei der ersten AZK, er war noch nicht mal auf der Liste geladenen Gäste, er kam damals mit Dr. Scheiner zusammen. Dr. Scheiner hat uns darüber aufgeklärt, aber als er vorne stand, ging es mir durch Mark und Bein, er beschrieb mein Leben. Ich konnte keine Stunde mehr arbeiten, ohne mich nicht 5 bis 10 Minuten hinlegen zu müssen. Ich konnte kaum mehr schlafen, 2, 3 Stunden, ohne jetzt innere Probleme zu haben. Und als er über die Problematik der Mobilfunkstrahlung redete und all diese Zusammenhänge zeigte, ging mir ein Kronleuchter auf. Ich ging nach Hause, untersuchte das und tatsächlich, ich lebte zwischen 6 Handystationen eingeklemmt. So habe ich gearbeitet über Jahre. Mein Kopfkissen, also dort, wo ich schlafe, war ein hochroter Strahlungsbereich. Und ich habe all das Ding abgestellt und nachher das ganze Haus isoliert. Ich schlafe wie ein Prinz seither. Ich sage, ich kann 10 Stunden am Tag arbeiten, mich konzentrieren, ohne mich irgendwie hinzulegen. Er hat mir wirklich das Leben gerettet. Ich weiß nicht, ob ich heute auch in seiner Kutte dastehen würde, wenn es dich nicht gäbe. Also danke, dass du auch hier wieder in Riss stehst. Er macht jetzt ein kurzes Statement im Zusammenhang mit einer Mobilfunkaufklärung, mit einer Demonstration. Und nachher kommt aber noch was ganz Besonderes, da möchte ich aber erst nachher darauf zu sprechen kommen. Bitte, Uli Weiner. Okay, alles klar. Also vielen Dank mal, dass ich noch hier sein darf, auch um der fortgeschrittenen Zeit willen, will ich sehr kurz machen. Ich bräuchte noch ein RGB-Kabel für einen Laptop, aber vielleicht fangen wir mal kurz so an. Das Haupt, was ich heute euch hauptsächlich sagen will, auf was es dann auch rausläuft. Wir haben schon gehört, es wird eine Demo geben. Aber ich will euch kurz mal zeigen, was denn so, sagen wir mal, das letzte Jahr alles passiert ist, bis es auch letztendlich zu dieser Demo dann auch kam, beziehungsweise was uns da momentan alles sehr gut zuspielt. Vielleicht können wir da gleich mal starten, bis die Technik hier soweit ist, mit dem Film. Vielleicht starten wir da mal. Okay, also ich denke, das war jetzt mal so ein kleiner Eindruck, was denn die letzten Monate los waren. Also wir haben dort damals, ihr habt es gehört, bei mir ging es gesundheitlich an diesem Zusammenbruch damals in St. Mergen, wo dieser Sender neu dazu kam, sehr, sehr schlecht, aber ich bin einigermaßen wieder fit, ich stehe wieder da. Und was es viel bessere ist, nach dieser Sache hat sich ein Aktionsbündnis gegründet. Das ist das Aktionsbündnis für strahlungsfreie Lebensräume. Aus dieser Not raus habe ich mir das erste Mal den Sender abgeschalten, aber mittlerweile gibt es genug Leute, die bereit sind, solche Sendeanlagen abzuschalten und auch wirklich entschieden zu sagen, jetzt reicht's. Und mir reicht's auch generell mal, aber vielleicht sage ich das mal kurz, also es hat sich jetzt sehr, sehr schön was ergeben. Also viele, viele Sachen spielen uns zu nach dieser Gerichtsverhandlungen, die ihr gerade gesehen habt, gab es eine Anfrage einer grünen Abgeordneten am baden-württembergischen Landtag. Sie wollte wissen, ob die baden-württembergische Landesregierung bereit ist, strahlungsfreie Lebensräume bereitzustellen und bestehende zu schützen. Und daraufhin hat die Gesundheitsministerin gesagt, nein, sie sieht da keinen Sinn, die gültigen Grenzwerte sind eingehalten und wir brauchen sowas in Deutschland nicht. Und daraufhin haben wir gesagt, ja, besser kann es ja gar nicht sein, dann besuchen wir sie doch mal. Und dann haben wir gesagt, okay, der Termin vom 14. war auch sehr günstig. Der Zeitungsartikel mit der Reaktion der Gesundheitsministerin ist sehr jung, der ist von letzter Woche. Und so haben wir gesagt, wir schauen mal bei ihr vorbei. Und das wollen wir am 14.11. machen, um die Katze schon mal ein bisschen aus dem Sack zu lassen, und zwar in Stuttgart. Jetzt bin ich ein bisschen übersprungen. Ich wollte euch eigentlich nur viele andere Sachen sagen, aber
Vielleicht sage ich das zuerst, bevor ich es vergesse. Es gehen jetzt auch noch Einladungen rum. Es gibt Flugblätter zu dem Thema, verschiedener Größe, wer keins kriegen sollte. Es gibt rechts und links Infotische, wo man sich dann noch versorgen kann. Also da steht nochmal der Termin drauf, steht der Treffpunkt drauf. Und sieht man den Treffpunkt da drüben, genau. Okay, danke, ich habe schon hier gesucht. Okay, also Treffpunkt haben wir hier, bisher steht fest die Lauga, die Strahlungsbelastung ist hier sehr hoch, meine Konzentration ist schon ein bisschen flüchtig. Lauterschlager Straße, das ist gegenüber dem Hauptbahnhof. Ich habe es mal eingezeichnet. Ich weiß nicht, ob man das von hinten gut sieht, also gerade beim Hauptbahnhof gegenüber. Da, wo das große Kreuz ist im Moment. Mir ist wichtig, informiert euch bitte, informiert euch bitte vorher nochmal im Internet, falls sich was ändert. Also bis jetzt ist der aktuelle Stand so von den Behörden, dass an Lauterschlagstraße um 13 Uhr losgehen. Gut wäre aber 12.30 Uhr, wenn möglichst viele da sind. Und genau, 13 Uhr geht's los. Wir gehen zum Gesundheitsministerium, machen einen großen Abstecher durch die Stadt. Und die aktuellen Termine findet ihr, oder wenn sich was ändert, auf abstrahl.de. Oder wer sich leichter jetzt merken kann, ich habe jetzt eine Internetseite bekommen, danke auch für die, die es gemacht haben, ulrichweiner.de, da steht dann auch immer die aktuellen Stand drin. Aber vielleicht ist mir noch wichtig zu sagen, also die Hintergründe sind, also ja, ich will die Hintergründe nochmal kurz beleuchten, wie es eigentlich, ja, also wie fast schon schizophren das ist. Also während zum Beispiel viele Länder momentan warnen, Frankreich hat jetzt nach Italien ein Handyverbot für Schüler und für Kinder eingeführt. Musst du? Ja. Das ist die Lautenschlagerstraße. Lauten, bist du sicher? Ja. Okay, weil ich habe es so übernommen. Da gibt es nur die Lautenschlagerstraße. Also gut, ich kann es nicht jetzt ändern, aber Lautenschlagerstraße, okay. Ich habe es auch bloß übernommen von der Vorgabe. Okay, mir ist vielleicht wichtig, nochmal auch die Hintergründe zu sagen. In ganz Europa, fast in der ganzen Welt, laufen seit ungefähr 15 Monaten, kann man sagen, ständig Warnungen von Experten ein zu dem Thema. Ich werde heute keine Beweisführung machen, warum Mobilfunk gefährlich ist. Wer es nachlesen will, kann es. Aber die Warnungen, wir haben jetzt in 15 Monaten fast 20 Warnungen, also von überall, von Wissenschaftlern, von der Strahlenschutzkommission der Russen, die Franzosen bauen ständig Sender ab, führen jetzt Handyverbot an Schulen an. Die Italiener haben Handyverbot an Schulen. Bayern hat es schon seit 1,5 Jahren. Überall kommen Warnungen. Die Ärzte warnen. Die Politiker, die noch einigermaßen unabhängig sind, warnen. Überall warnen sie. Und was das Beste ist, der Staat baut jetzt das 9. Mobilfunknetz in Deutschland und möchte jetzt noch 4 weitere Mobilfunklizenzen ausschreiben, die dann im 2. Quartal versteigert werden sollen. Also obwohl Warnungen von überall kommen, Liechtenstein hat jetzt die Grenzweite gesenkt, Belgien hat gesenkt, Luxemburg hat gesenkt, alle gehen zurück, nur Deutschland und die Schweiz ist dann leider mit dabei, die sagen, wir wollen noch mehr Funk, es reicht nicht, am besten in jedem Bergdorf, in jedem Tal noch mehr Funk. Und manchmal muss ich mir echt die Frage stellen, wollt ihr den totalen Funk oder wollt ihr die totale Verstrahlung? Also an dem Punkt sind wir jetzt und ich muss jetzt sagen, ich komme auch aus den Schulen, ich bin sehr viel an Schulen und wenn ich mir die Kinder anschaue, das was Ivo gerade erzählt hat, das geht ja nicht nur ihm oder mir oder vielleicht anderen, sondern es geht ja auch den Kindern schon so. Und ich muss ehrlich sagen, ich halte es innerlich bald schon immer aus, auch bei mir, diese ganzen Anfragen, jeden Tag, was Leute, die suchen, irgendeine Möglichkeit, wo sie hin können, sie suchen für ihre Kinder Schulen ohne Sendeanlagen oder ohne Sendeanlagen in der Nachbarschaft, die Not wird immer größer und ich muss sagen, jetzt muss gehandelt werden. Jetzt haben Ende 2009, seit 1932 ist bekannt, dass Funk schädigt und jetzt müssen wir wirklich mal richtig durchziehen und ich freue mich drauf, dass es die Gelegenheit für die Demo in Stuttgart gibt und ich wünsche mir, dass so viele es geht kommen, auch die den Film jetzt dann noch im Internet sehen, auch die, die heute nicht da sind, die in den ganzen E-Mail-Verteilern sind. Wenn ihr das hört, kommt und kommt nicht alleine, bringt eure Kinder mit, bringt eure Familien mit, Angehörigen, auch die Oma, Opa, alles egal, alles rein. Wir brauchen ganz viele Leute, die Regierungen müssen sehen, dass wir nicht mehr bereit sind, unser Leben zu verstrahlen, unsere Lebensqualität einschränken zu lassen, unsere Gesundheit nachhaltig zu schädigen. Wir wollen kein Volk sein, das nur noch eine halbe Stunde am Tag arbeiten kann, weil sie die restliche Zeit vom Tag einfach total verstrahlt ist und nichts mehr auf die Reihe kriegt. Ja? Also das kann einfach nicht mehr so weitergehen. Okay.
Und denkt immer dran, auch die vielleicht unter uns jetzt sind, die jetzt nichts spüren. Rein wissenschaftlich gesehen ist jedes biologische System elektrosensibel. Also jeder Mensch reagiert auf Strahlung, jedes Tier, jede Pflanze. Braucht euch nur mal die Waldschäden anschauen, dann wisst ihr Bescheid. All diese Sachen sind seit Jahrzehnten bekannt. Und auch wenn man es nicht spürt, glaubt es denen, die es spüren. Die, wie so wie ich jetzt hier stehen. Ich habe manchmal den Spitznamen, zu mir sagen sie manchmal, du bist das Frühwarnsystem. Ja? Ich möchte nicht, dass es jemand anders so geht und am wenigsten den Kindern. Also bitte, formiert euch mit uns, lasst es aus dieser Demo eine Großdemo werden, reiht euch ein dort, es wird sicher sehr, sehr spannend. Ich denke nicht, dass in Stuttgart mit so vielen Leuten gerechnet wird, die denken, da kommen halt 5 aus dem Schwarzwald, die kein Handy mehr wollen, aber in Wirklichkeit sind es viel mehr. Und unser Ziel ist ganz klar strahlungsfreie Lebensräume. Und mit strahlungsfreien Lebensräumen meine ich nicht allein ein paar wenige Oasen oder nennen wir es mal, wie es bei den Indianern waren, irgendwelche Reservate, sondern ich meine, dass das Recht wieder gelten muss, dass jedes Haus ein Funkloch ist. Jedes Haus. Und der nächste Schritt wäre jedes Grundstück, dass ich sagen kann, Strahlung okay, aber an meiner Grundstücksgrenze ist Schluss. Das ist mein Ziel. Und das, denke ich, kann auch viele Handynutzer und viele Funkbegeisterte können das sogar mittragen, weil sie sagen, okay, ich brauche ja zu Hause, habe ich ein normales Telefon, da brauche ich ja dieses ganze Funkzeug gar nicht. Also, wie gesagt, jedes Haus muss wieder ein Funkloch sein. Okay. Dann habe ich hier eine Menge Zettel gekriegt. Drüben ist der Mobilfunk-Infotisch. Und dort liegt auch von dem Aktionsbündnis, also AB Strahl, Aktionsbündnis für strahlungsfreie Lebensräume, dort liegt eine Unterschriftliste aus. Dort liegen Flyers aus. Ihr könnt euch informieren, wer ist AB Strahl. Also im Prinzip ganz einfach. AB Strahl sind Leute, die sagen, wir wollen strahlungsfreie Lebensräume. Und das, denke ich, sind wir alle. Also macht mit bei der Demo, macht mit, wer sich angesprochen fühlt bei AB Strahl, unterstützt, wo ihr könnt, wie ihr könnt, Möglichkeiten gibt es genug. Aber bitte die schon so viel machen, bitte nicht das auch noch machen, prüft es bitte genau. Es bringt nichts, wenn einer überlastet ist, nur weil er jetzt hier beim Mobilfunk auch noch voll mithilft. Wer aber mit einer Unterschrift mithelfen will, die Listen liegen hinten. Und wer jetzt vielleicht kein Internet hat und trotzdem über die Demo informiert werden will, hier hinten gibt es eine Liste, liegt auch aus Mobilfunk-Informationsverteiler Ulrich Weiner, da kann man sich eintragen, auch mit der Faxnummer, natürlich auch E-Mail, der bekommt dann regelmäßig die Informationen, wird auch, was jetzt die Demo oder weitere Aktionen betrifft, auf dem Laufenden gehalten. Aber auch hier bitte wieder wirklich nur eintragen, so eine große E-Mail-Flut ist es hoffentlich nicht, aber der auch bereit ist, es dann zu lesen, was da kommt. Okay. Das war's schon. Ich fasse es nochmal zusammen. 14.11. gegenüber vom Hauptbahnhof in Stuttgart. Anfahrmöglichkeiten und das Weitere gibt es dann auf der Internetseite. Das wird noch kurzfristig ergänzt. Jetzt kommt dann noch irgendwas, weil da jemand rennt. Aber ich denke, ich hab's. Die Einladungen gehen rum. Und wenn Fragen noch wären, ich mache es jetzt bewusst kurz um der Zeit willen, aber wenn dann wirklich ins Detail gegangen werden will, ich denke, im Internet sind schon 3 sehr gute Vorträge, allein schon im Rahmen der AZK über Mobilfunk von dem Dr. Scheiner, von dem Dr. Mutter und auch von mir. Also wer sich da vertiefen will, darf das dann noch gerne machen. Okay, das war's schon. Ich sage vielen Dank, es sei denn, es gibt von der Regie noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe oder sagen soll, dann mache ich es noch. Ansonsten sage ich danke, dass ich da sein durfte und dann sehen wir uns hoffentlich alle in 2 Wochen in Stuttgart. Vielen Dank.